Moin, liebe Angelfreunde, und herzlich willkommen zur heutigen Session. Der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen, wieso sagt der Typ jetzt zweimal herzlich? Ganz einfach, weil er sehr überschwänglich und glücklich ist. Warum ist der Typ jetzt überschwänglich glücklich? Naja, sind wir mal ehrlich. Wir haben hier mittlerweile über 100 Folgen Russian Fishing 4 Content veröffentlicht auf YouTube und viele, viele Leute hinzugewinnen können, die mir mitgeteilt haben, dass ihnen mein Content Spaß macht, dass sie ihn als hilfreich erachten, dass sie aufgrund dessen schon tolle Fische fangen konnten. Und das sind natürlich super tolle Nachrichten für jemanden wie mich, der als Streamer und Content Creator hier für euch da ist. Und ganz ehrlich, es wird Zeit, noch einen draufzusetzen. Es wird Zeit, nach über 100 Videos euch nochmal mehr etwas von mir, von meinem Kanal, von meinem Wesen oder auch von meinem Equipment mitzugeben. Hä? Hat er gerade Equipment? Ja, hat er gesagt. Es gibt, Leute, ein Giveaway. Es wird eine Verlosung geben. Und ich werde es jetzt auch nicht riesig groß drumherum machen, sondern wir werden uns gemütlich diese neue Konstellation, die ich für euch verlosen werde, anschauen. Das heißt, ihr kriegt von mir Videos, ihr kriegt von mir Tests, ihr kriegt von mir ein bisschen einen Überblick über das, was wir hier angeln werden. Und am Ende des Tages hat einer von euch die Gelegenheit, hier fürs Nordmeer ein richtig, richtig fettes Setup zu gewinnen, das im Wert von über 250 Euro liegt. Und es ist absoluter Wahnsinn, dass ich diese große Ehre habe, es einem von euch zu verlosen. Ihr Lieben, es wird großartig sein. Vielleicht vorab, was möchte ich von euch? Damit ihr teilnehmen könnt, müsst ihr Abonnenten dieses Kanals sein. Das geht nicht anders. Das heißt, wenn ihr diesen Kanal abonniert, seid ihr automatisch schon mal einen Schritt näher an der Verlosung dabei. Als nächstes möchte ich gerne, dass ihr mir einen Kommentar schreibt. Und zwar mit dem Hashtag RF4Rockt. RF4Rockt muss es sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte außerdem von euch gerne wissen, die ihr alle schon bei Russian Fishing unterwegs seid, was war für euch der wertvollste Fang eurer persönlichen Russian Fishing 4 Karriere? Was mich angeht, ist das relativ einfach. Man kann wertvollen Fang als seltenen schönen Fisch bezeichnen oder auch einfach einen großen. Für mich persönlich, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, für diejenigen, die das Video schon gesehen haben, die wissen Bescheid, war mein persönliches Highlight auf jeden Fall hier dieser mega tolle Grönlandhai von 448 Kilo. Das war persönlich mein wertvollster Fang. Nicht nur, weil er einfach sehr wertvoll ist, der hat nämlich 3000 Silber gebracht im Verkauf, sondern auch, weil der Drill einfach wirklich seinesgleichen gesucht hat und sehr, sehr anspruchsvoll in meinem Verhältnis war. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wow. So, ihr wisst, wie es funktioniert. Kanal abonnieren, persönlichen besten Fang, Hashtag R4Rockt. Am besten das Hashtag ganz an den Anfang setzen. Und ja, um was geht's denn eigentlich? Ihr wisst ja noch gar nicht, was es zu gewinnen gibt. Ja, so eine Packung Maden, ne? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Auch nicht eine Packung Maden im Wert von 250 Euro. Nein, es gibt einfach ein krasses Setup fürs Nordmeer zu gewinnen. Und das möchte ich euch jetzt mal hier zeigen. Genau, haha, wer es jetzt schon von hier erkennt, ist gut. Aber für diejenigen, die es nicht automatisch erkennen, machen wir mal die genauere Darstellung auf. Es gibt zu gewinnen eine WTA Polar Hunter 70030. Dieses Teil ist eine mittlere Bootsrute für mittleres Meeresangeln, 200 bis 800 Gramm Wurfgewicht, 163 Kilo Tragfähigkeit und eine Mordspower hat die dahinter. Leute, das Ding ist Sahne. Und nicht nur das, als ob das nicht genug wäre, hauen wir eine richtig, richtig fette Reef Albacore 40 DS drauf.
Das Ding ist Bombe. Das Ding ist Ultra. Schaut euch bitte diese Werte an. Eine Bremskraft von über 30 Kilogramm. Getriebekraft weit über 150 Kilo. Leute, das Ding ist Salzwassermonster. Gönnt euch das. Das ist richtig, richtig scharf, das Zeug. Und wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, diese beiden Sachen fürs große Big Game Fishing hier am Nordmeer zu gewinnen. Das Ding hat richtig Power in Kombination. Ich habe es getestet und es ist unfassbar cool, was da an Punkten alles zusammenkommt. Ja, was da an Fischen zusammenkommt. Vielleicht kurz vorab ein paar Informationen. Die Route ist ab Level 30 für euch verfügbar. Wichtig ist, ihr solltet 75% im Meeresangeln haben, um sie nutzen zu können. Denn sie benötigt mittlere Bootsroutenfähigkeit. 75% genauso wie für die Beifänger auch. Für die Albacore gilt, ab Level 32 könnt ihr sie verwenden. Im Normalfall, wenn ihr ins Nordmeer kommt, kein Problem, weil das fasst ja vom Level normalerweise alles. Aber wenn ihr sie gewinnt und ihr seid noch kleiner, müsst ihr noch ein bisschen warten und darauf hinarbeiten. Das ist an der Stelle auch wichtig zu wissen, ne? Dann für die Albacore ist es noch wichtig, Voraussetzungen Level 32. Wenn ihr ins Nordmeer kommt mit normal Level 34, sollte es kein Problem sein. Aber ihr solltet auch die Fähigkeit der großen Konventionalrollen besitzen. Die könnt ihr euch einerseits hier übers Spinnfischen freischalten oder eben übers Meeresangeln findet ihr dann hier unten. Ist also auch schon etwas fortgeschrittener. Aber diese Kombination, wenn ihr sie soweit habt, rockt richtig. Und wie gesagt, wenn ihr Spinnfischen schon weiter habt, dann müsst ihr hier nicht erst die Prozente haben. Dann könnt ihr es übers Spinnfischen schon abwickeln. Macht die ganze Sache ein bisschen leichter. Also, dieses richtig krasse Setup gibt's für euch zu gewinnen, die ihr jetzt schon so lange und so eifrig hier bei YouTube und aber auch bei Twitch mir schon zuschaut. Ist übrigens auch verlinkt für diejenigen, die mich mal live sehen möchten. Dann schaut gern vorbei. Da gibt's heute richtig was zum Abräumen. Und dieses Giveaway wird auf jeden Fall eine Weile laufen. Das heißt, wir werden hier für eine Woche das Ganze aufrechterhalten. Wir werden das bis zum 28. September laufen lassen. Am Freitag findet eine Auswertung von mir statt und das nächste Video teilt euch dann den Gewinner mit. So, jetzt aber erst einmal genug von der Theorie. Schauen wir uns nochmal so ein bisschen an, wie das Teil in der Praxis funktioniert. Und ich würde sagen, viel Spaß. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback.
You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.